Wenn du ein innerstädtisch liegendes Bauplatzgrundstück hast, auf dem jetzt ein Strommast steht, dann hast du meistens in der Abteilung 2 eben entsprechend einen Eintrag, dass es geduldet werden soll, in deinem Grundbuch vom Netzbetreiber drin. Und jetzt ist aber so, dass es ja auch nicht mehr zeitgemäß ist und die Erschließung mit Strom vom Dach aus Stück für Stück eben zurückgebaut wird und eine Erderschließung eben umgesetzt wird. Und aus dem Grund heraus stehen also die Chancen nicht schlecht, hier einen entsprechenden Antrag zu stellen bei deinem entsprechenden Netzbetreiber, hier ins Gespräch zu gehen. Und es funktioniert teilweise auch ohne Gebühren, dass hier entsprechend da der Strommast abgebaut werden kann und das Ganze durch ein Erdkabel entsprechend ersetzt werden kann. Oder es wird dir vielleicht ein Zeitpunkt genannt, wann es gemacht werden kann. Je nachdem, auch vielleicht gibt es noch eine weitere Baumaßnahme, Neubau in der Umgebung, wo das dann dafür notwendig wird, etc. Hier also aktiv ins Gespräch gehen, und da lässt sich eventuell ein Grundstück, das bisher nicht nutzbar ist, weil mittendrauf entsprechend der Strommast steht, dann doch zu einer entsprechenden Nutzung in der Zukunft, und manchmal dauert es halt auch ein paar Jahre, entsprechend heranführen. Der Strommast ist ja auch ein bisschen nachteilig da, da ist ein bisschen Elektrosmog einfach. Da ist, das merkt man dann schon. Also hier auch ein Grund natürlich, dass das Stück für Stück zurückgebaut wird, sowas. Und dann führt also nicht nur die Aufwertung durch den frei gewordenen Platz, der eventuell bebaut werden kann, dazu, dass eine Aufwertung passiert, sondern auch dann entsprechend einfach, dass das Grundstück an sich leichter veräußerbar ist und dieser Nachteil hier dann für die Mieter, das auch nochmal ein Mietklientelproblem ist, hier dann einfach wegfällt entsprechend.